Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React. Ihr habt, Janik, Bernd? Du bist ein Computer gewesen, ein Roboter gewesen. Ist für die Zuschauer egal. Bei mir nicht. Ist für die Zuschauer egal. Herzlich willkommen auf jeden Fall zu einem neuen React. Ihr habt es mal gewünscht, dass wir mal so ein paar Spiele-Trailer machen. Und wir haben uns jetzt Live-Action-Trailer rausgesucht. Und darauf reacten wir jetzt. Mit wem mache ich natürlich Sven und... Achso, falsche Richtung. Egal. Die üblichen halt. Genau, ich drücke jetzt auf Start. Statt noch nicht, muss das leise machen. Start. Läuft? Wir sagen Xbox! Also läuft, okay. Bei mir auch, Janik, bei mir läuft's auch. Du weißt nicht, warum du das Bild behalten hast. Es ist nicht besser als die anderen Zeichnungen deines Kindes. Du bist viel zu groß geraten. Und deine Frau war eindeutig hübscher als dieses grüne Gekritzel. Es wird dich nicht ernähren. Oh. Es wird dich nicht warm halten. Alles gut. Und es wird dich sicher nicht beschützen. Nee, bei mir ist... Ich hab... Alles gut, alles gut. Okay. Es ist nur ein Bild. Nur ein Bild. Aber es ist der einzige Plan, den du hast. Das einzige, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Die Division. Bin ich kein Freund von, aber... Wir können die Open Beta ja mal testen, ne? Ja, auch die können wir testen. Spielen. Eins hat mich nicht überzeugt, das war schon eins. Genau. So, Pause. Also ich würde jetzt sagen, wir testen einfach die Open Beta mal und... Genau. Wenn ihr es wollt, liebe Zuschauer, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Genau. Also ich werde sie wahrscheinlich testen. Die Closed Beta habe ich leider verpennt. Ja, ich auch. Ich nicht. Ja. Aber ich habe es nicht installiert gehabt, also ich auch. Alles klar, weiter geht's. Gut, weiter geht's. Gut. Warte. So. Nicht, ne? Jetzt? Jetzt. So, Far Cry. Bernd klopft jetzt von unten am Tisch. Oh, gut getroffen. Hey Mädels, hat euch euer Daddy nicht gesagt, dass so eine Spielonken nichts für Kinder sind? Nee, unser Daddy hat nicht viel geredet. Oh oh. Erst recht nicht, nachdem wir ihn umgelegt hatten. Was? Alter, was ist mit dir los? Und Lou, genau. Ich glaube, die haben schlechte Laune. Wie ist das mit der Musik? Ja, wir reden ja drüber. Hi, Sven, wie geht's dir? Ja, okay, hi, ja. Sven, das ist aus dem Far Cry. Far Cry ist geil. Also, die sind wirklich eiskalt, die Mädels. Waren die auch so zu dir? Das klingt frech. Abziehen. So laufen wir auch immer unsere Meetings auf. Ja. Krass. So Funfacts für nebenbei, ne? Also schon krass. Also ich kann gleich noch eine coole Stelle, also was heißt coole, also eine krasse Stelle aus Far Cry erzählen. Nach dem Video. Da kommt Bernd rein. Ja, da bin ich. Ja genau, Tisch ist super. Das ist super Schutzschild, ne? Das ist ja. Da geht keine Kugel durch. Durch so einen Tisch geht keine Kugel durch. Das ist ja, Bernd, das ist ja so. Das
Das kommt mir ein bisschen trashig vor, tatsächlich, so ein Live-Action-Film immer, aber ich hab aber. Oh, da ist ein Sägeblattwerfer. Also, Ben ist gestorben gerade in dem Moment, hab ich gesehen. Ja, da haben sie mein Sägeblatt. Doppelt so böse, doppelt so geil, oder was sagt ihr Ben dazu? Also, die Mädels sind schon krass, also. Achso, das sind die Mädels. Ja? Warte kurz, ich werde. Ich kann nicht aufhören, mich am Park bei Satz zu sehen, also ich hab's gerade sogar geöffnet, deswegen. Ja, also, kann man sich in 15 holen? Ja, ja, warte mal, Pause! Mein Gott, so, erzähl weiter, Ben. Ich find so, also für mich ist es wirklich das beste Spiel diesen Monat, also es wird, Metro ist ja auch noch rausgekommen, das habe ich noch nicht gespielt, aber Apex! Apex ist auch noch, aber Far Cry ist einfach das Beste. Also, obwohl er unsere Folge 4 500 Aufrufe hatte. Krass. Ja, also Far Cry, ich liebe es einfach. Und ich habe es noch nicht durchgespielt, weil ich immer noch darauf warte, wie die Leute reagieren, ob ich noch eine Folge bringen soll. Deswegen, sonst hätte ich es am Wochenende schon durchgespielt. Und ich war nur bei einer Story-Mission, da war zum Anfang der Mission waren die Mädels da auch und hatten Kinder da zusammengetrieben und haben so ein Kind die Granate, den Splint rausgezogen und so ein Kind in die Hand gedrückt und dann so, wenn du müde wirst oder loslässt, stirbst du und gehen dann einfach weg. Alter. Die sind, also die Mädels, die sind richtig krass. Also die sind auch irgendwie im Kopf gestört oder so, aber ich werde noch ein bisschen von denen erfahren. Gut. Du Bernd? Anwesend. Hast du eigentlich auch dieses Einhorn-Dreirad? Ich muss, nee, ich hab ja keine Dings, ich habe ja nur den Key bekommen. Ich habe es ja nicht so als Box vorbestellt. Weil in so ein Paket ist es halt, ist dann halt so ein Code drin für das Einhorn-3-Rad. Ach so, okay, gut. Und das habe ich nicht. Nee, das wäre eben nicht gut, Sven, er hat es ja nicht. Ich kann aber mit irgendwelchen Uplay Points oder so, kann ich mir das noch kaufen. Ja, das ist bei Ubisoft immer so. Ja, aber die kann man auch im Spiel da drin irgendwie sammeln oder so. Die sind auch überall irgendwo verteilt. Aber wir können mit dem nächsten weitermachen. Ich habe mich, ich spiele gleich weiter Far Cry, dann kann ich wieder schwärmen. Alles gut. Aber die Mädels, die haben sie, ich weiß nicht, ob ihr, eine Sache will ich noch eben sagen. Ja, wir können ja weiter. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr Rap-Hörer seid, aber die Fans bestimmt ein paar. Und die Mädels, die erinnern mich irgendwie an ich sag's jetzt einfach, die Dunkelhäutige von Sixten, Nura. Daran erinnert mich die Zwillinge. Das wollte ich jetzt so gesagt haben. Und jetzt können wir Resident Evil 2 gucken. Wer ist die? Die? Ja. Das ist, keine Ahnung. Er hat irgendwie nicht mal auch in einem Nerdquiz. Hat sich mal ihren Namen vorgelegt. Leon Kennedy und das ist Claire Redfield. Claire, ja, doch. Und im ersten Teil spielt man den Bruder von Claire, nämlich Chris. Ja. Alles klar. Ich glaube, Resident Evil braucht man nicht viel mehr zu sagen, oder? Nö. Nee, da braucht man nicht viel zu sagen. Hat Yannick auch aufgenommen, deswegen. Resident Evil habe ich aufgenommen, Yannick hat, ich habe Far Cry aufgenommen, Yannick Resident Evil und Anthem kommt jetzt. Hat Yannick auch noch was aufgenommen, also. Ja. Protectors of our world. This is your time. Ich hab mich leider mega enttäuscht, also was ich so jetzt mittlerweile aus dem fertigen Spiel so gesehen habe. Also ich weiß, also aus dem fertigen Spiel werdet ihr nichts von mir sehen, leider. Also wenn ihr sehen wollt, müsst ihr woanders schauen, sorry. Weil das war so abtörend, was ich bisher gesehen habe, also ne. Obwohl es in den Trailern immer geil aussieht, ne? Ja gut, aber bis auf Gameplay kann das Spiel halt nichts, das ist halt das Problem. Ja.
Gameplay reicht mir allein nicht. Also sieht ja hübscher aus und hat und Steuerung ist halt angenehm, aber das war's dann. Das, also für mich reicht das nicht aus. Sorry. Ja, dann ist das so. Die Demo hat zum Spaß gemacht, mit Janis zu spielen. Ja, war okay. Ja. Aber mehr brauche ich von einfach mal laut mehr Spiel, deswegen das. Ja. Spiele spielt auf der Leistungsstärksten Konsole der Welt. Warum kann ich ja eher auf Pause drücken, wenn er eh weitergeht danach? Egal. Kommt noch eins? Ne, das war's. Gut, 11 Minuten React, ihr wolltet mal Gameplay, Game-Trailer sehen, habt ihr jetzt bekommen. Ja. Vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten React, haut rein, ciao. Tschüss. Ciao.